So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Elements Destiny Origins. Ja, was haben wir denn im letzten Part gemacht? Wir sind im letzten Part hier in... Wo sind wir eigentlich? Im Tempel der Schöpfung. Ach ja, genau, wir sind durchs Portal geschritten. Und ja, Leute, es, wie ihr vielleicht gemerkt habt, kam letzte Woche kein Video. Und das hat folgenden Grund, nämlich, vielleicht hört ihr es momentan an der Audio-Qualität. Ja, kurz bevor ich aufnehmen wollte, ist mir mein Headset abgeschmiert, kaputt gegangen. Und da musste ich mir erstmal ein neues kaufen und das hat ganze 5 Tage gedauert, bis da ein neues kam. Also konnte ich leider Elements Destiny nicht mehr aufnehmen. Und deswegen kam da letzte Woche kein Video, aber ich hoffe doch, die Woche geht es normal weiter. Hust. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier im Tempel der Schöpfung und ich habe da unten schon den ersten Raum erledigt und jetzt wagen wir uns an den nächsten. Und ich weiß gerade nicht mehr genau, wie der ging. Ich schau mal, wie lang. Okay. Ah ja, okay, das ist, glaube ich, immer zeitgeregelt. Ich glaube, ich habe 2 Sekunden, wo ich mich bewegen kann. Und dann wird's blau. Oder? Ja, das war schon mal scheiße. Oh, das wird ein Spaß. Okay, das wird interessant, auf jeden Fall. Ich gehe einfach mal unten rum. Oh Gott, na das wird nervig. Das ist falsch übrigens, merke ich gerade. What? Da muss ich da in der Mitte lang, oder? Eieieiei. Na, das wird schön. Nein! Oh, was ist denn das schon wieder für ein Raum? Wenn ich da Lichtgeschwindigkeit mache, ist das schneller? Komme ich auf jeden Fall weiter, denke ich. Nein! Boah, wie dumm! Ich gehe erstmal normal durch. So, dann machen wir es halt ganz langsam auf die ganz langsame Variante. So. So. Ach ja, das kann ein bisschen dauern hier. Was? Wie schnell kam das jetzt bitte? Ja komm, das ist doch ein Witz. So spielt die Frechheit. Derp. 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 Was ist denn das für ein Raum? Herr Sui Shomaru. Was soll das? So. So. Schnarch. Schnarch. Würde es kann ein bisschen dauern, ne? Und so. Ich hoffe, ich gehe den richtigen Weg. Ich hoffe es wirklich sehr. So, wunderbar. 40 Sekunden haben wir noch. Mal sehen, wo ich hin muss. Dafür ist auf jeden Fall der Kristall. Das könnte knapp werden. Na komm. Los, das schaffe ich. Fest davon überzeugt. Yes! So, lass mich raus hier. Lass mich raus hier. Ha, schön. Ich hab's geschafft. So, auf in den nächsten Raum. Ich speichere mal davor ab, ne? Weil Sicherheit und so ist sicher. Und... Ach, nee. Och, nein. 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 Eieiei, da werde ich jetzt eine ganze Weile dran sitzen. Schieberätsel. Yes. Oh mein Gott. Das ist auf jeden Fall eine Säule im Weg. Das heißt, ich muss irgendwo einen Schalter aktivieren.
Okay. Okay. Also den Stein, den muss ich auf jeden Fall darunter schieben. Dann muss ich ihn darunter schieben. Dann muss ich ihn darunter schieben. Also bis hierhin. Dann bis hierhin. Dann hierhin. Dann hierhin. Dann. Bäh. Oder bis hierhin? Bis hierhin. Dann darunter. Ach du Heilige, na das wird schön. Oh Gott, oh Gott. Was zum Teufel ist das denn schon wieder, ey? Na, das kann dauern. Das kann dauern. Ja, das kann dauern. Tralalala. Oh Gott, das. Oh, da habe ich sowas von keinen Bock drauf, ne? So, erstmal den Stein hier weg. So, dann den schieben wir wohin? Den schieben wir. Keine Ahnung. Oh Gott! Ja, ich kann solche Rätsel nicht, Leute. Das habt ihr doch schon in den. Was, im ersten Part oder im zweiten Part gesehen? Dass ich so Rätsel nicht kann. Hey. So. Das ist schon mal richtig. Wenn ich den jetzt darunter schieb, kann ich den nicht mehr darunter schieben. Das heißt, das Ding ist voll im Weg. Wenn ich das Ding jetzt nach oben schieb, dürfte es eigentlich keine Probleme machen, oder? Ich schieb ihn mal darüber. Ich schieb das jetzt darunter. Ja, das müsste gehen. Flupp. Dann flupp. Dann flupp, flupp. So, was mache ich jetzt? So weit habe ich schon mal gedacht. Und jetzt? Der Stein ist im Weg wahrscheinlich, ne? Der Stein ist sowas von im Weg. Uiuiuiuiuiui, ui, 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 der wird schön. War das Rätsel schön. Ich glaube, den kann ich aber darüber schieben. Oh, Alter. Oh mein Gott. Let's verzweifeln an dem Rätsel hier. Das wird toll. Wird das toll. Naja. So, so, so. Dann hier rüber. Dam, dam, dam. So, das hatte ich, glaube ich, da oben. Dann wupp. Und dann wupp. Und dann wupp, wupp. Okay. So, jetzt wupp, wupp. Dann hier rüber. Und dann hier rum. Und dann hier runter. Zweimal und dann hier rüber, rüber, rüber. So. Haben wir ihn schon mal da rausbekommen. Jetzt geht's hier weiter. Der fliegt dann quasi hier hoch, dann darüber, dann ist der im Weg. Ja, den können wir ganz leicht entfernen eigentlich. Denke ich doch mal. Dann schieben wir einfach da hoch und zack, schon ist er nicht mehr im Weg. Okay, dann schieben wir also quasi hier, 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 hier. So, dann ist der wieder im Weg. Ich brauche quasi nur den Weg da oben, ich könnte eigentlich da oben hinschießen. Aber aus Sicherheit mache ich ihn lieber noch da hoch. Man weiß ja nie. So, jetzt geht er nämlich hier, hier, hier. So, hier muss ich aufpassen, hier muss ich da rüber. Dann sind wir hier. Da muss ich die drei Teile aus dem Weg bekommen. Die kann ich entweder nur nach unten schieben oder nach oben. Heieieiei. Was muss ich denn eigentlich mit dem Ding hier machen? Kann ich das mit Kraftschub verschieben? Das ist kein Kraftschub. Das ist Kraftschub. Ja, das konnte ich mit Kraftschub verschieben. Genau.
Okay. Das heißt, er muss da drauf. Wie kriege ich ihn da drauf? Ja, es ist ein bisschen knifflig, das Rätsel hier. So, auf jeden Fall, der muss da die ganze Zeit da hoch. Wenn ich ihn da, wenn ich den Stein darüber schieße, komme ich auf jeden Fall nicht mehr rüber. Das heißt, ich muss die nach unten verfrachten irgendwie. Weil hier nach oben kann ich die nicht wirklich machen. So, der Stein ist hier. Dann muss er hier, hier, hier. Dann muss er rüber. Dann runter, runter. So, dann kann ich von da. Also brauche ich den Platz hier unbedingt. Das heißt, da unten könnte eigentlich einer hin. Oder? Ja. Da unten und da unten und da unten da. Ich kann überall was hin. Ich brauche den Platz hier unbedingt. Oder? Ja, ja, ja. Doch, müsste eigentlich. Aber wie kriege ich denn die überhaupt da runter? Warte mal, ich habe den da bis da rüber. Hä? Die kriege ich doch gar nicht so weit rüber. Jetzt mal ernsthaft. What the fuck? Da muss ich die trotzdem hier oben irgendwo hin parken. Ach Gott, ach Gott. Scheiße. Das wird kniffliger als erwartet. Gut, auf jeden Fall haben wir den Stein dann hier oben irgendwie. Dann muss ich darüber, darüber. Darüber, darüber. Das heißt, ich bräuchte eigentlich nur da oben den Platz, ne, damit ich ihn von da oben da runter schieben kann. Okay. Wird ausprobiert. So, flupp. So, das Ding hier. Den schiebe ich ja da runter, den schiebe ich da runter. Müsste dann hier sein. Ja, von hier kann ich ihn aber noch rüberschießen. Das heißt, das Ding muss auch weg. Hehehe. Aber das Ding könnte ich, ja? Oh Gott, ja, viel überlegen ist. Sorry, tut mir leid, aber, ne? Ich grübel bestimmt mit, oder ich hoff's. Der Stein ist dann hier, das heißt, den kann ich da runter schießen. Runter, 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 runter. Das heißt, da bräuchte ich eigentlich dann wieder rechts, was? Also da die oberen zwei. Also hier könnte eigentlich quasi ein Stein hin. Okay. Oder? Warte nochmal. Der Stein kommt von hier oben da. Dann kommt mich von da oben, schießt da runter, bla bla. So von hier aus, dann liegt hier der Stein. Da nach links, dann da runter. Runter, runter. Bis er dann hier liegt. Und hier von links, blub. Ja. Könnte sogar noch eins runter schießen, oder? Hier liegt der Stein. Da stehe ich. Ich könnte es eigentlich noch eins runter schießen. Zack. Dann können wir schon mal einen Stein oben drauf noch packen. Zack, zack, zack. Pam, 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 pam. Okay. Ja, genau. Jetzt darf ich aber da nichts mehr hinstellen. So, und hier oben darüber den Stein. Dann von der oben runter. Das heißt, da kann ich auch noch einen hinpacken. Da, da. Alles klar. Flup, flup, flup. Oder? Ich brauche doch dann den Raum nicht, ne? Nö. Das heißt, weg damit. So, dann ist der Stein hier und ich schieße von da oben. Das heißt, den anderen könnte ich eigentlich da oben hin hinschmeißen. Ne? Ja. Habe ich es dann gelöst? Ja, das geht fast der ganze Part drauf, nur durch Denken. Na gut. Aber ich brauche da immer ein bisschen länger. Tut mir leid. So. Ich hoffe, es klappt jetzt. Tralalalalala. So. Nichts vermasseln. Dann schiebe ich jetzt darüber, dann da hoch. Genau. Zack. Bam. Bam, 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 bam. So, dann da runter, runter. Ne, da muss ich ihn schon runterschießen. Alles klar. Flup, flup, flup. Bumm. Zack,
Zack. Flup, flup, flup. Flup. Jetzt da unten komme ich hin. Das ist gut. Das heißt, von da unten rüber. Huhuhu. Spannung steigt. Werde ich es schaffen? Werde ich es schaffen? Zack, 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 zack. Okay. Bam, bam. So, der Stein kommt jetzt da runter. Das heißt, von da links kann ich hier rüberschießen. Jawohl, das passt. Damm, damm. Zack, 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 zack. Jetzt darüber. So, jetzt kommt der Stein da runter. Dann darüber. Runter, rüber. Ja. Runter. Ne, noch eins runter, ne? Ja. Zack. Zack. Jetzt wieder eins runter. Jetzt links, links. Huh! Boom, Chakalaga! Hat ja jetzt nur 10 Minuten oder so gedauert. Wahnsinn! Aber ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Mit viel Überlegen, aber... Gott, Hilfe. Ich hab's überlebt. Finde ich super. Meine Güte, das war jetzt... eine harte Nuss. Naja. Okay, nächster Raum, bitte. So, dann haben wir hier den Raum. Und was gibt's hier denn? Ach Gott, ich erinnere mich. Das war der blöde Raum. Oh. Da musste man nämlich hier auf den Schalter drücken und dann musste man sich... Hat man so ein... Was bist du denn für ein Gegner? Auf jeden Fall musste man sein Spiegelbild... auf den Schalter drücken irgendwie. Weiß ja gerade nicht mehr wie genau. Oh Gott, das wird lustig. Okay. Verdammt. Ich muss erst mal sehen, dass wir auf gleicher Höhe sind. Das wird eklig. Okay. Bäh. So. Sind wir schon mal auf der richtigen Höhe. Jetzt muss ich nur noch... Jetzt muss ich die irgendwie zwei nach rechts schicken. Ach so, nach rechts. Da muss ich ja andersrum. Eins, zwei. Oh, jetzt? Klappt's jetzt? Ah, jetzt bin ich wieder eins zu tief. Verdammt. So, jetzt müsste es aber klappen, oder? Nö. Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Oh Gott, da werde ich dran verzweifeln. Das sehe ich doch jetzt schon. Oh Gott, Leute, das könnt ihr doch nicht mit mir machen. So ist doch richtig. Hä? Hä? Ist es nicht richtig? Oder muss ich die auf das gleiche Ding wie ich stellen? Hä, ich bin verwirrt. So, wie stehen wir denn jetzt? Jetzt stehen wir doch genau auf dem gleichen, hä? Was? Willst du mich veräppeln? Zum Teufel? Ich blick's gerade nicht. Ja, was zum... Ich blick's nicht. Gut, ich würde sagen, den Raum lassen wir erstmal aus. Das blicke ich überhaupt nicht. Machen wir erstmal den nächsten Raum. Was ist denn hier? Nur wer in der Lage ist, die folgende Frage richtig zu beantworten, darf was hier. Nee, der sie ja falsch machen, wird die Konsequenzen für sein Versagen tragen müssen. Wo findet sich dieser Raum? Obere Seite, rechte Seite, linke Seite, nicht antworten. Obere Seite. Ich speichere mal davor. Wo ich hier was falsch mache. Bla bla bla.
Welches Element repräsentiert dieser Raum? Licht. Lalalala. Wie viele Räume befinden sich auf der linken Seite der großen Halle? 3. Jawohl, und hallo neuer Gegner. Was bist du denn? Was zum Teufel, was bist du? Bist du vielleicht ein Reptil? Keine Ahnung. Haben wir den Part überhaupt schon einen Kampf? Nö, ne? Weiß ja nicht, bist du jetzt ein Reptil oder nicht so? Siehst du so reptilisch aus? Ich weiß auch nicht. Irgendwie macht das auch nicht viel mehr Schaden. Naja. Komm, wir hauen einfach drauf. Bam, 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 badadadam. Dab, 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 dululu. Ah, die Musik ist einfach nur schön. So, Angriff. Schock, Pfeil. Macht's tot. Alter, das hält aber auch viel aus, ne, das Vieh. Muss ich ja mal anmerken. Zack, 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 zack. Oh, da geht es down, das Vieh. Es gibt bestimmt irgendein Special-Item. Nur wenn der Lage ist, bla bla bla. Was befindet sich tief verborgen in diesem Tempel? Der Schöpfungskristall. Bla 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 bla. Wie viele Säulen befinden sich in der Eingangshalle? 8? Fast. Es gibt gar nicht die Antwort. Säulen? In der Eingangshalle? 6? Ja, richtig geraten. Hey, ich bin gut. Schön. Gut, haben wir den Lichtkristall auch gefunden. Also wie dieser Dunkelheitsraum funktionieren soll, habe ich momentan noch keine Ahnung. So, was erwartet uns im nächsten Raum? Eis. Okay. Gut, Freunde, aber ich würde sagen, das machen wir erst im nächsten Part von Let's Play Elements is the Origins. Denn das war's mal wieder für heute. Und ja, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.